Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns bei Far Cry New Dawn einfach mal komplett der Jagd und der Ethanolbeschaffung. Das brauchen wir auf jeden Fall, um überhaupt hier alles aufzurüsten. Und wenn wir Glück haben, schnappen wir uns noch einen Spezialisten nebenbei und bringen den nach Hause. So, wir gehen raus. So, einen Helikopter haben wir immer noch nicht. Das nervt. Also wir haben fette Waffen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall zwei Level 3 Waffen schon, die sehr cool sind. Und diese Waffe, die schießt einfach mal richtig los. So, wir gucken mal, ob wir noch ein Auto haben hier. Pass auf. Ich will mal ganz kurz gucken auf der Karte, ob es hier nicht irgendwo ein Jagdgebiet gibt schon. Ich werde nämlich da kurz mal rein. Ich glaube, wir werden mal hier hin eiern. Einen Bärendienst. Machen wir mal. Das werden wir mal einen Wegpunkt setzen. Wenn wir uns aber trotzdem ein Auto. Oh, halt. Haben wir schon blaue Autos auch? Da, den, der ist noch viel geiler. Yes. Da ist er. Da ist er, gut. Gut, in dem Fall fährt man eigentlich auch viel cooler, finde ich. Und wir folgen einfach der Spur hier. Und das Ding hier leitet. Und werden dann, während wir das machen, werden wir versuchen, ein paar Tiere zu jagen auch. Wir werden uns aber nochmal ein schönes Gebiet aussuchen. Aber jetzt wollen wir erstmal zu diesem Bärendienst. Ich glaube, diese Bärendienst, da werden wir auch schon ein paar Bären flachlegen können. Und von daher passt das gut zu unserer Jagd. Da sind auch wieder Viecher. Laut gewesen. Die rattern ganz geil, die Dinger. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Gesprengte Ketten kennt. Das ist ein Film aus den 60ern oder 70ern. Der ist ziemlich cool. Gerade mit dem ganzen Kram. Also da fahren die auch mit dem Motorrad da. Das schockt schon. Im Zweiten Weltkrieg, Gefangenschaft, Amerikaner und so. Gut gemacht. So, hinten sehe ich schon Elch. Den holen wir uns. Eieieiei. Wollte hoch. Jo. Wates Tagebuch, ich habe neulich in der Nähe der Kirche gebuddelt und dabei so eine Art Krypta unter dem Gebäude gefunden. Wer hätte das gedacht? Es sah wie der perfekte Platz für meine Vorräte aus. Also habe ich alles schön ordentlich eingeräumt, den Schlüssel den neuen Bären gegeben, den ich trainiert habe. Er kommt immer angerannt, wenn ich dieses Signal gebe, so wie wir es geübt haben. Hat mich noch nicht einmal ausgeschlossen. Okay. Bärendienst, Schatzsuche. So, finde ich möglich, den Bären zu rufen. Entschuldigung. Eine ziemlich geile Waffe, die ich habe hier. Muss ich zugeben. Warum wollen die immer da mich umbringen? Ich bin doch so lieb. Was ich will. Bist du denn? Sind alle tot. Wir gehen erstmal runter zur Kiste und holen und sammeln den Scheiß ein. Auf dem Dach weitermachen. Plündern tun wir mich gerne. So. Da komm. Super. Da finden wir. Wir lassen uns mal hier oben noch ein bisschen suchen im Suchgebiet. Ein paar Sachen finden wir auf jeden Fall hier.
Ein paar Wespen oder Bienen oder sowas. Okay. Damit rufen wir den Bären anscheinend nicht. Wo wir was anderes finden. Runter hier? Ah, was? Muss da irgendwas anderes geben, womit wir diesen blöden Bären rufen können. Gucken wir mal. Also, die Glocke hätte für mich jetzt super Sinn gemacht. Wahrscheinlich muss man die mit einem Baseballkeil bearbeiten. Oh nein! So. Bitte bekommen? Perfekt. Einen Vorteilspunkt sogar noch erhalten. So. Und er hat ja irgendwo eine. Irgendeine Gruft gefunden. Krypta, wahrscheinlich hier, ne? Ne. Was hat er gesagt, wo er die gefunden hatte? Mal kurz durchlesen. Ich habe noch in der Kirche und dabei so eine Krypta unter dem Gebäude gefunden. Achso. Er hat Krypta unter dem Gebäude, das muss ja hier irgendwo sein. Weil wir haben ja gar nicht die Bärenhaut mitgenommen, ne? Fällt gerade ein. Nein. Wenn die da noch liegt. Ah, die haben ja geplündert, stimmt. Unter der Kirche eine Art Krypta. Habe ich jetzt noch nicht gefunden hier. Er hat gebuddelt. Wo hat er denn gebuddelt? Hier vielleicht? Ach, Mann. Blöden Viecher. Holst du ja da? Weil ich. Achso, ich bin auch ein Depp. Hätte ich aber hinterherlaufen können, ne? Hol dir? Muss hier hinten irgendwo sein denn. Da! Okay. Runter. Aha. Aha. Okay. Sag mal, was knacken hier? Sehr gut. Komm. Währung. Kann man sogar Far Cry Währung finden, das ist natürlich nicht verkehrt. Da liegen die Punkte. Und schon haben wir genug. Gut. Sehr gut. Haben wir geschafft. Wir müssen mal gucken, wo wir sind jetzt. Hier. Wir sind da. Dann lass uns doch mal. Wo wir hin?
Folgen wir das nochmal, da können wir auf jeden Fall Ethanol holen. Machen wir mal. Und als es unterwegs kommt an Tieren, werden wir platt machen. Einfach damit wir so ein bisschen was an Sachen zum Tauschen haben. Was ist hier denn los? Die brennt, ist mal Licht low. Ja, ihn kann man mal fragen. Er kennt bestimmt auch nochmal eine Quest. Die holen wir uns mal. Das Motorrad können wir gleich nehmen. Diesmal hat's mich fast erwischt. Angeblich hat Nadine sich auf einem Schrottplatz eingeschlossen und ist erst durchgedreht und dann verschwunden. Hat Comics gehortet, wie ein Messi. Vielleicht hat sie ein paar Vorräte zurückgelassen, die nützlich für dich sein könnten. Sag mal, wo ist das? Ja, es ist so geil, dass sie es sagen, aber sie sind ja auch immer am Arsch der Welt immer dann, ne? Ist ja nicht so in der Nähe mal. Das finde ich mal so ein bisschen blöd. Aber na gut. So, jetzt werden wir gucken, ob wir ein paar Tiere noch finden hier. Die bringen es nicht so viel, ne? Aber. Egal, wir nehmen jetzt mal alles mit. Gucken, was wir nachher insgesamt bekommen. Gehen wir weiter. Oh, es wird langsam der Tag. Sehr gut. Ja, ich finde, wir laufen weiter durch den Wald. Das dauert zwar länger, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, denn so kann ich ein, zwei Tiere noch mitnehmen. Machen wir jetzt einfach mal. Hier ist es gerade nicht so ein besonderes Gebiet. Das muss man dann immer, diese Schilder, die man übersieht, da sind wir gerade dran vorbeigerannt. Hätte man sie angucken können, hätte man wahrscheinlich gewusst, was für ein Gebiet das ist. Hätte da bestimmten Tieren suchen können. Fische sind natürlich auch gern gesehen. Oh, naja. So, können wir gucken, ob wir ein paar Fische finden. Natürlich auch hier angeln mal, ne? Sollen wir mal angeln? Haben wir auch noch nicht gemacht. Okay, es wird nicht so spaßig. Mal rüber. Können wir angeln, können wir aber an irgendeinem See mal nachher. Aber lass uns erstmal hier weiter. Richtig nicht dran. Nee, geht nicht. Okay. Naja. Die Waffe ist nochmal ein Highlight hier, oder? Alter. Blödes Viech. Ach, komm weiter jetzt. So, es sieht schon so recht idyllisch aus, immer alles hier, ne? Das Gegner, oder? Das aber. So, dann befreien wir ihn mal schnell hier. Ja, bleib mal stehen. Schön. Danke sehr. So, haben wir. Jetzt gehen wir gleich weiter. So, ein bisschen helfen tun wir auch zwischendurch, ne?
Ist ja nicht ganz unfair. Was ist das denn da? Muss dahin rennen? Nicht nur, weil das Tier da ist, aber was ist das denn da für eine... Oh, das gibt's doch gar nicht. Kurz an. So. Oh. Oh, hier mal ein Medikit nehmen lieber. Shit! Müssen wir kurz warten? So. Du bist ein Problem. Und zwar ein gutes und totes. Was mal geil ist, wenn ich die Pfeile wiederholen kann. Ich wollte mir das hier eigentlich nochmal angucken. Ach, das da, wo war er schon? Mein Gott. Dort waren wir ja schon. So, wir müssen jetzt aber wieder hin. Zu unserer Stelle, wo wir hin wollten. Da. Wo haben wir schon mehr Munition? Ein Takedown machen? Ich hoffe, du hast Munition bei dir. Oh, ein bisschen. War er schon getötet? Wahrscheinlich, ne? So. Das werden wir jetzt versuchen, wieder zu erobern. Müssen wir zumindest versuchen. Aber ich glaube, wir gehen wieder auf den Turm da. War eine ganz gute Idee, von dem Turm aus da alles zu machen. Und dann von oben runter zu schießen. Ich glaube, es wird eine schwierige Nummer jetzt gerade. Muss ich leider zugeben. Aber. Wir haben ja jetzt ein paar ganz gute Waffen. Wir müssen auf jeden Fall nur einmal hier gucken, wo die ganzen Gegner sind. Hier sind nämlich auch drei Türme, wie man sieht. Hunde. Gegner. Und wahrscheinlich noch welche im Bau hier rumlaufen. Da ist noch einer. Hunde sind natürlich das Schlimmste. Das sind alles lila Gegner. Das bedeutet, wir können sie eigentlich nur mit unserer lila Waffe killen. Das werden wir mal versuchen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wir probieren es mal. Den Alarm schalten wir schon mal aus hier. Okay, die haben eigentlich einen Helm auf, ist natürlich schlecht. Aber wir können die ja auch. Wie viel Dings haben wir eigentlich? Warte mal. Gut, haben wir 5. Können wir nicht den anderen Takedown auch schon mal den machen? Den kaufen wir auf jeden Fall.
So. Diese Waffe ist zwar gut, das Problem bei der Waffe ist aber... Problem bei der Waffe ist einfach nur, dass wir... Da ist noch einer. Ja, dein Elite-Gegner oder was? Was heißt das Ding? Scheiße. Eigentlich geht es mir nur darum, den Alarm loszuwerden. Das ist das Wichtigste. Wenn wir den Alarm weg haben, dann ist das auch alles nicht mehr so schwer. Bloß mit dem Alarm ist es natürlich echt nochmal eine andere Nummer, ne? Komm nicht ran. Oh, oh. Nein! So, der ist weg. Genau da unten. Okay, es wird ein bisschen schwierig jetzt hier. Hier was mitnehmen? Oh. Shit! Alter Schwede, was war er denn für ein Typ? Ah, das war dieser goldene Typ. Okay, das war natürlich nicht so gedacht. Das war natürlich eine Mistnummer, ne? Das war eine Mistnummer. Da brauchen wir eine andere Waffe noch. Wir brauchen ein bisschen Sniper-Waffen auch, glaube ich. Um das hier zu bestehen. Wie haben wir jetzt hier? Wir haben zwei, das reicht alles nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen bessere Waffen. Pass mal auf. Wir machen so. Wir eiern nochmal hier zurück. Und versuchen da nochmal eine bessere Waffe zu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir genug eingesammelt haben schon, aber müssten wir eigentlich. Und dann, weil ich, mit den Waffen schaffen wir das nicht, glaube ich. Das ist zu... Ah, zu schwach auf der Brust. So. Hallo, Sir. So, gehen wir kurz zur Werkbank. Vielleicht können wir das ja schon. Ich weiß es gar nicht. So. Huch. Mal hier. Was ist noch so, dass wir... Maschinenpistole ist zu laut. Ah, den Bogen könnten wir machen. Eine Sniperwaffe hier. Leichtes Maschinengewehr. Leichtes Maschinengewehr. Scharfschützengewehr, leise. Was braucht denn der da? Da, guck mal, da fehlen so ein paar von diesen Rohstoffen da. Aber der Bogen ist ja auch nicht verkehrt. Gut, den bauen wir. Und den setzen wir dahin. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Munition. Gut. Und dann können wir unsere Beute nochmal eintauschen. Dann können wir jetzt noch eine andere Waffe kaufen. So viel war das nicht, ne?
brauchen wir denn für die... Mehr Punkrakete. Was brauchen wir denn für die Sniper noch? Die Sniper brauchen wir von diesem... Was ist denn das da hinten, was wir da brauchen? Herstellmaterialien kaufen? Was kann man da kaufen? Ach so, muss man das ausgeben dafür? Wir haben davon nicht so viel. Was sind das für Platinen da? 250 kostet das. Ich glaube, es hackt. Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, hier ist Sprengstofflabor. Das können wir mal höher setzen. Verbessern wir mal. Haben wir schon mal noch eine Verbesserung gemacht. Yes! Der Bärtige. So. Ja, müssen... Okay. So, wir reden nur mit ihm hier. Was hat er noch für... Noch ich habe gesehen, wie ein Haufen Highwaymen versucht hat, zum Plündern in einen alten Bunker einzubrechen. Ich habe immer einen großen Bogen um das Ding gemacht, weil es nach verbrannten Haaren riecht. Aber wenn du dein Glück versuchen willst, viel Spaß. Sag mal, Rätselfisch. Auch wieder im Arsch der Welt. Gut. Aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.